Termine über Termine, nichts als Termine. Hübsch schon wieder, gell? Es läuft schon, gell? Komm näher, dann mache ich die Begrüßung. Das ist, glaube ich, zu nah, oder? Mit deinen tollen Objektiven. Nicht so nah. Also, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Ein sehr nostalgisches Video. Es ist schon sehr lange her, dass wir keine Strongman Academy gemacht haben. Und heute gibt es wieder ein Video von der Strongman Academy. Und zwar die Circus Dumbbell. Dumbbell einarmig über Kopf gedrückt, werde ich euch erklären, wie es geht, was für Fehler am häufigsten gemacht werden, auf was ihr achten müsst. Es gibt ja so viele unterschiedliche Dumbbell von Wettkampf zu Wettkampf. Welche mit einem großen Körper, welche mit einem eher kleineren Körper, aber dafür einen längeren Körper, kurze Körper, die dann aber dick sind. Und da gibt es alle möglichen verschiedenen Tipps und Tricks oder auch vom Equipment, wie man das alles bewerkstelligt. Aber jetzt ziehe ich mir die Schuhe an, mache ich mich warm und dann gehen wir das mal durch. Eigentlich die Gewichtheberschuhen, die auf denen ist jetzt irgendwie ein schlechtes Omen. An denen habe ich mich ja verletzt. Ja. Falls jemand eine Idee hat, was ich mir für Gewichtheberschuhe holen soll, ob der Roma Leos 3 gut ist oder was ich mal ausprobieren soll, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es irgendwas Tolles. Und das ist schon eigentlich ein sehr guter Schuh. So, dann filmt der David jetzt mal direkt hier runter, da sehen wir schon mal eine Dumbbell. Wunderschön, ich setze die mal auf den Sockel. So, wie hebe ich die jetzt da raus? David, die ist bockschwer. Andere Seite nicht besser. Aber dann filmst du ja voll meinen Arsch. Dann gehe ich wieder rum. Das möchte ich nicht. So, Sportsfreunde, das nennt man eine Giant Dumbbell. Dieses wunderschöne Stück gedreht aus einem Stück Metall. Hier wurde nichts geschweißt. Wurde vom Roman gefertigt in Ingolstadt. Baroni Quattro. Das ist die klassische Louisier Dumbbell. Wiegt 274 Pfund. 124,5 Kilo. Bekommt, glaube ich, nur 10 Jungs diesen Planeten über Kopf einarmig. Ich habe es mal probiert, also ich werde jetzt wieder drauf trainieren. Ich war ganz knapp, habe es geschafft, also der Lockout hat ein bisschen gehinkt. Genau, was gibt es zu einer Dumbbell sagen? Also meistens sind die Dumbbells gerade geschnitten, ähnlich wie diese 90 Kilo, die was hier unten sitzt. Kann der David mal drüber filmen. Genau, das ist wie eine ganz normale große Hantel. Wichtig ist der Griff, das sind 5 cm, fast so dick wie eine Cola-Dose. Die Dumbbell wird dann mit einem Arm, ich stütze hier mal, mit einem Arm, also mit beiden Händen, auf einem Arm hier gesetzt, auf die Schulter. Und dann wird sie mit Schwung aus dem Bein über Kopf gedrückt. Ist die Hantel rund, ist das Problem viel größer, weil der Halt auf der Schulter nicht so gegeben ist. Da hast du also sehr viel mehr Druck in der Hand. Sobald du eine Kante hast, die kannst du dir quasi am Kopf positionieren. Da ist es ein bisschen einfacher. Die Griffdicke macht es umso schwerer, weil du einfach die Hantel nicht sauber packen kannst. Deswegen viele Athleten trainieren das normal im Gym mit normalen dünnen Hanteln. Und dann kommen sie auf den Wettkampf und sagen, fuck. Weil die Hantel, die liegt nicht voll in deiner Hand. Du balancierst sie fast. Und wenn du sie dann ausstößt aus den Beinen, ist es quasi ein Wurf der Hantel und oben fängst du sie nur noch. Und deswegen muss man sehr sauber arbeiten, weil wenn sie aus dem Schwerpunkt weiter nach rechts, nach vorne oder nach hinten kommt, hast du nicht mehr die Gewalt, die Hantel irgendwo reinzuziehen. Quasi, es ist wie ein Kellner, der ein Tablett auf der Hand hat und der dieses Tablett führt. Du kannst sie nicht richtig packen und führen. Nicht, wenn sie 90 Kilo hat und dann noch diesen dicken Griff. Ja, also das ist eine historische Hantel, Louisier, habe ich schon mal ein Video gemacht über ihn.
Der hat so 1800 bis 1900, schlag mich tot, Franco-Kanadier. Er hat die also zum ersten Mal über Kopf gedrückt, einarmig. Ja, wir werden heute die 90er machen, vielleicht sogar noch 105er. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Sollen wir es jetzt wieder runterrollen lassen? Ciao, Fliese. Ja, wir lassen es. Wir lassen es. Noch, gell? Machst du das jetzt eigentlich auch auf Ultra HD oder sowas? Nicht für 4K jetzt alles. 4K sogar. Hast du mein Lift später an Zeitlupe gemacht? Mhm. Boah, okay. Also zum Warmmachen, wenn ihr irgendwo auf dem Wettkampf seid und wenn die Dumbbell nicht beladbar ist, dass sie quasi, das war so in Mexiko, du bist hingekommen, guys, this is the Dumbbell, ja, können wir uns irgendwie mit einer kleineren Dumbbell warm machen oder haben wir eine Chance? No. Die hat 90 Kilo, Stück Metall, kannst du nicht leichter machen. Dann kommt das hier zum Einsatz. Die gibt es auch von ATX. Das sind solche Resistant Bands. Das heißt, du gehst mit dem Fuß unten rein. Zack. Und jetzt ist es wichtig, dass der Ellenbogen vor dem Gummiband ist. Ich zeige es euch mal von der Seite. Gummiband hinten, nicht so. Sondern so. Und dann stellt euch hin, geht schon mal etwas hier in diese Biege hier rüber, dass ihr den Schwerpunkt von euch gesehen nach rechts verlagert. Und dann macht euch ganz normal warm. Drückt dieses Band hoch und runter, so 15, je nachdem wie stark ihr seid, 15 bis 20 Wiederholungen, dass der Trizeps ein bisschen warm wird. Und das Wichtige ist, hier mit dem Gummiband, es wird halt immer schwerer, je höher ihr drückt. Und das kommt der Technik der Dumbbell zugute, weil du schiebst die Dumbbell aus der Hüfte raus, dann kriegt sie eine Fliehkraft, sie fliegt nach oben und dann, wenn wir jetzt eine 90 Kilo drücken und sie fliegt, dann wird sie dann immer schwerer, na, irgendwann wenn sie an den Punkt kommt, wo sie dann wieder runterfliegen will, muss der Trizeps lernen, erst leichteres Gewicht zu drücken und dann irgendwann die vollen 90 Kilo in der Hand zu haben. Und das gleiche ist auch beim Gummiband. Ich mache das auch gleich mit dem Blauen. Weil das Blaue ist viel schwerer. Und so machst du dich am besten warm für die Dumbbell. Dumbbell ist meistens nicht die erste Disziplin bei einem Wettkampf. Von daher sind dann auch die Beine dann warm später. Und der Rücken. So. So. Where's the blue band? Das ist jetzt das blaue Band. Das ist schon viel stärker. Also wenn ihr irgendwo mal ein blaues Band zur Hand habt, probiert es einfach mal aus. Und ihr werdet jetzt sehen, dass ich beim Drücken quasi mit dem Torso schon etwas mitarbeite. Ganz wichtig bei der Dumbbell sind die seitlichen Bauchmuskeln. Die müssen quasi, wenn die Hantel in den Schwerpunkt gedrückt wird, muss der Torso hier alles abfangen. Viele Athleten stehen bei der Dumbbell so da. Und dann geben sie den Push und dann drücken sie die Dumbbell hier. Aber wenn du hier 90 Kilo drückst, forget it. Weil der Schwerpunkt ist hier und die Dumbbell ist hier. Das heißt, wenn du dich allein mit der Dumbbell hinstellst, stehst du schon so da, etwas schräg. Und wenn du dann den Push gibst, gehst du nicht einfach gerade runter, sondern du lässt die Dumbbell in dich kommen. Und dann gehst du schon automatisch hier ein bisschen rüber. Und die ganze Zeit den Torso schräg halten. Ihr sollt ihn nicht abknicken, sondern ihr sollt die Hüfte nach rechts verschieben und dann die Bauchmuskulatur einsetzen. Und dann lasst ihr die Dumbbell hier reinkommen. Und dann schiebt er sie raus. Es ist eine sehr filigrane Übung. Dazu gehört sehr viel Training. Jetzt nicht nur Kraft, sondern auch sehr viel Technik und Finesse. Ich sage immer, die Dumbbell ist die Hirnchirurgie des Strongman Sports. Jetzt machen wir aber hier mal 10 Wiederholungen. Das wird dann schon ein bisschen anstrengend.
So. Und dann kommen wir gleich zu den am häufig gemachten Fehler bei der Dumbbell von allen jungen Athleten, was ich so sehe. Thema Ellenbogen, Thema Handgelenk und Thema, wo wird die Dumbbell hingeworfen beim Push nach oben. So, die am häufigsten gemachten Fehler bei der Dumbbell. Fehler Nummer 1. Wenn die Dumbbell mit beiden Armen hochgezogen wird, wird sie nie hoch genug reingezogen. Der Mensch ist so, macht euch keine Sorgen. Der Mensch geht immer den Weg des einfachsten Widerstandes. Deswegen zieht der Mensch die Dumbbell recht eng am Körper und so knapp wie es geht auf die Schulter. Weil das heißt ja, Dumbbell muss auf die Schulter gesetzt werden und dann rausgestoßen werden. Das heißt, die Dumbbell wird hochgezogen, auf die Schulter gesetzt und dann steht der Athlet so da. Fehler, guckt immer auf den Ellenbogen. Hier ist der Ellenbogen unten. Und jetzt kommt die Variante, wie ich es mache. Ich ziehe die Hantel nach oben. Ja, vielleicht verschwende ich ein bisschen Kraft, aber ich ziehe die Hantel hoch, hoch, hoch und setze sie mir hier hinten rein. Und guck mal, wo jetzt der Ellenbogen ist. Der Ellenbogen ist viel höher. Das heißt, zwischen dem hier, ich habe jetzt auch die Schulter oben, viele Athleten lassen die Schulter unten. Das ist automatisch, wenn du sie tief reinziehst, musst du die Schulter unten lassen, sonst kommt sie gar nicht rein. So. Zwischen dem hier, ihr seht, die Hand ist immer fast an der gleichen Position. Zwischen hier und hier liegen Welten. Weil wenn du die Hantel von hier ausstößt, zack, wenn du hier bist, hast du viel mehr Weg. Weg A, Weg B. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist das Handgelenk. Deswegen benutze ich bei dieser Übung, also bei der Giant Dumbbell, benutze ich Handgelenksbandagen, weil ich das Handgelenk absichtlich abknicken lasse, damit ich in einen besseren Winkel komme. Das heißt, wenn der Ellenbogen oben ist und ich habe die Hantel so in der Hand, ich glaube, David, ich drehe mich mal zu dir ins Profil, sieht man es besser. So, und habe die Hand gerade und ich gehe dann quasi nach unten, um Schwung zu nehmen mit der Hantel, habe ich immer Gefahr, dass die Hantel hier runter geht. Jedes Mal. Und wenn ihr eine Dumbbell auf Wiederholung heben müsst, dann ist es halt, dann schleifen sich Fehler in die Technik ein, beim vierten, fünften Rap, und dann schaffst du die Wiederholung nicht, hast Kraft verschwendet, oder du schaffst einfach nicht die Wiederholungszahl, die du möchtest. Deswegen, hoch, Handgelenk abknicken lassen und Ellenbogen vor. Und jetzt seht ihr, wenn die Hantel hier oben drin ist, liegt die Hantel hinterm Ellenbogen. Und wenn ich dann runtergehe, kippt sie hier rein und nicht nach vorne. Unterschied so. Unterschied so. Und das ist der zweite Fehler. Und der dritte Fehler, der immer gemacht wird, wenn die Hantel geworfen wird, wirft der Athlet die Hantel immer quasi weg. Das ist ähnlich wie beim Push-Press, weil der Mensch möchte von Natur aus das Gefahrenelement, sage ich jetzt mal, von sich wegstoßen. Sie werfen die Hantel nach außen, nach vorne, eher weniger nach hinten, weil das ist schon der halbe Weg, wo es richtig gemacht wird. Ihr werft die Hantel euch auf den Hinterkopf. Hier hinten. Hier. Weil wenn du sie hebst, mache ich immer einen leichten Satz nach links von fast einem halben Meter. Das sieht dann so aus. Und das ist der dritte Punkt. Und jetzt zeige ich euch das. Ich habe leider keine Vorführhantel. Hätte ich jetzt eine Kunststoffhantel, dann würde ich jetzt sagen, okay, ich mache euch mal alles durch, aber ich glaube, ihr habt das alles verstanden. Wir heben jetzt die 90 Kilo, gucken, wie die läuft. Und dann schauen wir noch, was wir so im Petto haben. Ja, dann komme ich jetzt noch zum Equipment. Wir haben einmal eine Ellenbogenbandage.
einen hohen Baumwollanteil, weil, ich sag's euch so, von Godrej kommt bald was raus, eine neue Ellenbogen-Serie. Da werden gewisse Stoffe eingenäht, die euch maximalen Support geben, das darf ich aber noch nicht verraten. Und die Handgelenksbandagen kommen auch ein paar neue raus. Die werden ultra fest und ultra lang, weil sowas benutze ich immer für die Dumbbell. Weil das sind keine Gewichte mehr, da geht es nicht mehr um Spaß, sondern das ist serious business. Ja, ich ziehe mich jetzt an, dann hebe ich die mal. So, ja, 100, 105 klingt schon gut, oder? Ja, können wir machen. Probieren wir mal, wie es auf der Schulter liegt. 90er fühlt sich ganz gut an. Also, ihr habt es jetzt gesehen im Video. Je höher der Ellenbogen oben ist, ne, umso mehr habt ihr die halbe Miete drin. Sauberen Push aus dem Bein. Und die Dumbbell ist quasi so eine Geschichte wie werfen und fangen. Werfen und fangen. Also da wird, hört sich zwar dumm an, eher wenig mit der Kraft gedrückt, aber du holst einen Schub aus dem Bein und oben fängst du sie. Aber jetzt kramen wir mal die 105er raus. Da kraut es mir schon vom Rauskramen. Die hat sogar einen dickeren Griff. Das ist, glaube ich, bei 6 cm. Da wurden große Gewinde auf den Griff geschnitten. Ein Innengewinde in die Stahlköpfe. Dann wurde alles verdreht. Richtig schön. Die hat jetzt 105 Kilo. Schauen wir mal, was wir hier kredenzen. Oder David, was sagst du? Ja, mal schauen, ne? Also zur Disziplin Giant Dumbbell, wenn ihr mal auf Wettkämpfe geht, beziehungsweise internationale Wettkämpfe, die Teile sehen überall anders aus. Allgemein Strongman Equipment sieht von Wettkampf zu Wettkampf immer anders aus, aber bei der Dumbbell ist es extrem. Länger, kürzer, dicker, dünner, egal. Und du musst heben, was dort ist, weil es müssen alle heben. Von daher ist es ratsam, die Dumbbell so zu trainieren, dass sie mit vielen verschiedenen trainiert. Klar, jetzt schreit der ein oder andere, ja, ich habe aber kein Equipment. Ja, ich kann es nicht ändern. Sie müssen halt... Strongman muss halt ziemlich vielfältig sein und bei der Dumbbell zeigt es sich auf jeden Fall. Die Weltrekorde mit der Dumbbell, die wurden gemacht mit sehr großen Dumbbells. Ne? Die 105er ist jetzt sehr klein und der Weltrekord wurde mit einer sehr großen gemacht. Also quasi, wenn die auf der Schulter sitzt, dann bist du schon hier oben. Dann gibt es einen kurzen Stoß und dann machst du so. Die 105er muss ich jetzt recht tief rausbollern. Aber hilft nichts. Was muss, das muss. Die 105 war leider nicht geschafft, aber es wird trainiert und irgendwann muss die Louis hier fallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr mal auf Wettkämpfe geht oder mal eine Giant Dumbbell in die Hand nehmt, denkt dran. Ellenbogen hoch, Ellenbogen vor, Handgelenk abgeknickt und richtig schön hinter den Kopf geworfen. Das habe ich jetzt bei der 105er nicht gemacht,
weil ein bisschen so das Vertrauen jetzt gefehlt hat nach der Verletzung und alles. Also es ist das zweite Dumbbell-Training, dass ich schon an die 105er gehe, ist eigentlich schon ein bisschen nicht gut, bevor ich andere Wörter sage. Ja, also ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich weiterhin so toll unterstützen wollt, bestellt euch alles mit Gods 10. Da werden jetzt ein paar neue Produkte in Zukunft kommen. Mitte Oktober hat dein Liebling Stefan gesagt. Ich hoffe es und ich hoffe, er hält sein Wort. Stefan, jetzt mal ein bisschen Druck für dich. Ne? Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Liked es, verteilt es, abonniert es, kommentiert es. Falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Euer Dennis. Au revoir. Ciao.